Nur wenige Fahrminuten von der Altstadt entfernt liegt das Kurviertel der Stadt mit dem Vitalpark, dem Sohle-Waldschwimmbad, dem Hallenbad und drei Paracelsus-Kliniken. Alles eingebettet in die weitläufigen Kurparkanlagen. Im Hintergrund sieht man die Paracelsus-Roswitha-Klinik, eine Fachklinik zur Behandlung psychischer und psychosomatischer Erkrankungen. Frau mit Rehkitz, gestiftet von der Lebensversicherungsgesellschaft Alte Leipziger. Ihren Firmensitz musste die Alte Leipziger 1945 in Leipzig aufgeben und fand 1946 in Bad Gandersheim einen neuen Direktionsstandort, der aber 1948 nach Bonn verlegt wurde. Das Brunnenhäuschen mit der Wilhelmsquelle, einer trinkbaren, leichten Natriumchloridquelle mit 0,8%. Die Quelle erhielt ihren Namen unter gnädiger Zustimmung des regierenden Herzogs Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg im Jahr 1877. Die Versicherungsgesellschaft Alte Leipziger stiftete im Jahr 1955 zu ihrem 125-jährigen Bestehen das Brunnenhäuschen. Jeder, der jetzt hier vorbeikam, konnte ohne Verordnung eines Badearztes das Sohle-Quellwasser genießen. Thank you.
Der Friedrich-Schröder-Weg an der Gande verbindet die Kurparkanlagen am Brunnenhäuschen mit dem Seekurpark.